Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 17. Februar, es ist 18.32 Uhr und ich möchte heute mit Ihnen mir mal die Siemens anschauen. Da ist nämlich was, was ich persönlich recht interessant finde. Ich befinde mich auch auf dem Tool der UniCredit Hypovereinsbank One Markets. Und zwar seht ihr vor euch einen Chart seit dem 18.02.2015. Klassischer 5-Jahres-Chart, so sieht die Geschichte aus. Und ihr seht auch hier hinten, habe ich schon ein bisschen was gemalt. Deswegen, ich gehe jetzt ein bisschen näher mit euch rein, um euch das zu zeigen, was ich denke, was interessant ist. Zum einen habe ich hier einen Trendkanal gezeichnet. Den kann ich sogar noch von weiter, viel weiter herholen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur den Ausschnitt zeigen, um den es mir hier heute geht. Wenn Sie mal auf YouTube schauen und dann gehen Sie mal hier in den Bereich um den 15.8. rum. Eine Woche vorher hatte ich auch gesagt, ich glaube, dass wir diesen Trendkanal, den hatte ich damals schon gezeichnet, ausfüllen werden und von da aus dann eine Gegenbewegung starten. Das war ziemlich genau eine Punktlandung, hat Spaß gemacht. Jetzt sind wir hier im Februar und Folgendes passiert hier. Von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, die wir hier gemacht haben, von der 84 hoch bis zu 120, haben wir heute, also am Montag bzw. am Freitag, exakt 38,2% nachgegeben. Viele von Ihnen orientieren sich oder zumindest nehmen zur Kenntnis die sogenannten Fibonacci-Zahlen, die zwischen 0 und 100, insbesondere bei 38,2, bei 50% und bei 61,8 als Retracement-Zahlen eine Bedeutung finden. Wir haben genau, also fast punktgenau, die 38,2% Korrektur vollzogen. Dieser Bereich, den Sie hier vor sich sehen, ist enorm wichtig. Wir haben zum einen das untere Band bei 104,76, was sich da verbindet mit der 200-Tage-Linie. Das ist diese dunkle Linie hier. Wir sind eben auch an diesem 38,2er. Auffallend ist weiterhin, ich vergrößere mal das Bild, dass das der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band die Richtung ändert. Was für mich immer wieder sagt, dass dieser Impuls hier, dieses Momentum, diese Geschwindigkeit, in diesem Fall nach unten, abgebremst wird und ich mit einer Korrektur rechnen muss. Wir sind von der Technik her durchaus tief. Ja, wir sind überverkauft in der Stochastik, aber sie dreht noch nicht mal leicht ihr Köpfchen nach oben. Das sieht trotzdem gut aus. Und wir haben hier das MACD, was sich auch schon leicht positiv aufmacht auf dem Weg nach oben. Ich rechne eigentlich damit, dass sich die Siemens in den nächsten Tagen von dieser Korrektur, die sie hatten, Korrektur aus dieser gesamten Bewegung bis hin zu 38,2 Retracement, etwas wiederholen und durchaus den Bereich um die 20-Tage-Linie, ist im Moment 112,12 sehen können, wenn nicht sogar etwas drüber, bis zu diesem kleinen Durchbruchsniveau hier bei 115. Für mich persönlich sind die Siemens kein Short mehr auf diesem Niveau. Es gibt jede Menge Unterstützung, wie eben schon gesagt, beginnen durch 200-Tage-Linie, unteres Band, dann kommt das 50er-Retracement dazu bei 102, die rein psychologische Marke bei 100 und dann kommt auch schon die obere Begrenzung des Trendkanals. Gucken wir uns doch mal an, was es hier für Scheine drauf gibt. Und jetzt gehe ich hier auf die K.O.-Produkte, nur um die geht es hier. Für die eher aggressiveren Händler von Ihnen würde ich direkt einen nehmen, der hier unten drunter liegt. Das eigentliche Startsignal für die Gegenbewegung passiert hier, wenn wir die 110 überbieten. Sie sehen hier so ein kleines Zwischenhoch. Ich mache es ein bisschen größer. Wenn wir dieses Zwischenhoch mit Schlusskurs überbieten, dann geht die richtig los. Aber man kann damit durchaus schon vorher anfangen. Vielleicht nicht mit einer Komplettposition, aber mit einer Anfangsposition. Und ich würde das bei 104 aussuchen. Und da gehen Sie hier über das Tool in die K.O.-Produkte rein und hier haben Sie den Schieberegler. Und finden dann hier, wenn Sie den Hebel gestellt haben auf 30, verschiedene Optionen. Sei es Open-End-Scheine mit der Basis 103,45 oder limitierte, zeitlich limitierte Scheine, wie dieser hier zum Beispiel auf dem 17.06. oder 18.03. Die beiden letztgenannten verändern ihre Basis nicht während der gesamten Laufzeit, während dieser hier, der Open-End-Schein, seine Laufzeit leicht nach oben anpasst. Ich entscheide mich jetzt einmal für diesen hier, für den 17.06.2020 mit einer Basis von 104. Das ist eine Option mit einem ordentlichen Hebel von 28,30 im Moment, wie gesagt, auf den 17.06. Und das ist die Kennnummer, also das ist eine sehr schöne Kennnummer, HZ666 und nochmal die Z. Nochmals HZ666 und die Z.
Gefällt mir gut, die Nummer. Wem das zu heiß ist, 104. Der kann natürlich drunter gehen, dann gäbe es die Möglichkeit, so hier 101,50 zu nehmen. Sowas hier. Ich persönlich finde den mit 104 ziemlich interessant, insbesondere wenn wir hier die 110 überbieten. Dann sehe ich für mich keinen Grund, warum ich hier unten irgendwo einen Schein nehmen soll. Ob Sie einen zeitlich limitierten oder einen Open-End-Schein nehmen, das überlasse ich letztendlich Ihnen. Wenn wir von einem Call sprechen, muss ich Ihnen auch einen Put nennen. Das möchte ich dann schon machen. Allerdings, ich rechne damit, dass der Wert, wenn er denn das Kaufsignal hier akzeptiert, durchaus die 115 sehen kann. Ich würde erst einen nehmen, dessen Basis über der 120 liegt. Ich nenne Ihnen einen, aber es ist keine Aufforderung zum Kauf. Es ist eher etwas für Ihre Watchlist, dass Sie sich das dementsprechend mal anschauen können. Dann wäre sowas vielleicht der Schein Ihrer Wahl, eine Basis 122,73, in diesem Fall ein Open-End-Schein mit einem Hebel von 7. Die Kennnummer von diesem Put ist die HU8JV4. Der liegt also weiter hier oben. Ich werde auf gar keinen Fall einen nehmen, der hier liegt. Meine persönliche Ansicht ist, dass Siemens kurzfristig mehr Potenzial als Risiko hat. Und vor diesem Hintergrund mag man sich ja einen solchen Put auf die Watchlist legen. Es ist meiner Meinung nach zu früh, einen solchen zu kaufen. Oder wenn Sie es genau wollen, das hätte man eher dann hier machen müssen. Also ist es auch zu spät. Für mich kommen momentan eher Kaufoptionen nach oben in Betracht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.